Gewisse Leute können es einfach nicht lassen, ihren Adrenalinspiegel zu steigern. Mit verrückten Stunts versuchen sie diesen zu steigern, doch leider funktioniert das nicht ganz immer. Daher habe ich heute für euch Draufgänger, die bei ihren verrückten Stunts ihr Leben verloren haben. Wu Yongying war ein 26-jähriger Draufgänger, dessen Spezialität hohe Häuser waren. In seiner Zeit als Draufgänger kletterte er auf mehr als 300 Wolkenkratzer. Das Besondere an ihm war, dass er keine Sicherungsvorkehrungen getroffen hatte. Der letzte Stunt von Yu Yong war auf einem 62-stöckigen Hochhaus in China. Er performte einen Liegestütz-Stunt, bei dem er sich immer wieder hochziehen konnte. Doch man merkte, dass er mit der Zeit seinen Grip verlor und so kam es zu einer Tragödie. Das Traurige daran ist, dass Yu Ying die Stunts machte, um Geld zu verdienen für seine Hochzeit. Kai Lee Stoking war ein junger Mann aus den Vereinigten Staaten. Als er einen Stunt auf YouTube sah, wo ein Mann über einen 110 Meter Corona geschwungen ist, hat er sich dazu entschieden, dies nachzumachen. Leider hat er sich bei der Seilwahl getäuscht und so war dies zu lang. Somit sprang er in seinen Tod. Laut amerikanischen Zeitungen ist es ein großes Problem, dass immer mehr Menschen versuchen, das nachzumachen, was sie auf YouTube sehen. Zum Beispiel die Cinnamon Challenge, wo es sein kann, dass man zusammenbricht. Also passt auf euch auf. Valeri Rosov war ein russischer Wingsuit-Springer. Er hält den Weltrekord für den Absprung vom höchsten Punkt mit einem Wingsuit. Er hat sehr viel Erfahrung in diesem Bereich und performte viele Stunts. Er starb beim Absprung in Nepal. Dieser Absprung war ein bisschen niedriger wie der, wo er sich den Weltrekord geholt hat. Und nun kommen wir zu einem tragischen Fall. Audrey Mest Ferreras war eine französische Apnoe-Taucherin und mehrfache Weltrekordhalterin. Mest lernte bereits früh schwimmen mit 2 Jahren und tauchen mit 13 Jahren. Nach dem Umzug ihrer Familie verbrachte sie ihre Jugend in Mexiko-Stadt. Sie studierte Meeresbiologie an der Universität von La Paz. Ihre Diplomarbeit verfasste sie über die druckbedingte Veränderung des Lungengewebes bei Apnoe-Tauchern. Anfang Oktober 2002 begann sie vor der Küste der Dominikanischen Republik mit den Vorbereitungen für einen neuen Rekordversuch. Bereits dabei erreichte sie mit 166 Metern eine noch nie dagewesene Tiefe. Bei ihrem eigentlichen Rekordversuch erreichte sie am 12. Oktober 2002 eine Tiefe von 171 Metern. Doch beim Aufstieg gab es Probleme mit dem Ballon, der sich mit Luft füllen sollte, um den schnellen Aufstieg zu ermöglichen. Die Druckluftflasche, welche normalerweise den Ballon füllt, war jedoch nicht mit Luft gefüllt und konnte den Ballon nicht füllen. Infolgedessen befand sie sich nach der üblichen Tauchzeit von ca. 4 Minuten noch immer in der Tiefe von rund 120 Metern. Nach über 8 Minuten wurde sie bewusstlos an die Oberfläche gebracht. Im Krankenhaus konnten sie die Ärzte nur noch für tot erklären. Das waren ein paar Draufgänger, die leider mit ihrem Leben bezahlen mussten. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video.